Ja, meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Let's Play Hellblade Senua's Sacrifice. So, weiter geht's. Zwei Zeichen fehlen noch. Und dann können wir weitergehen. Wir hatten im letzten Part einen richtig krassen Fight, das erste Mal. Also das erste Mal, wir hatten auch so schon heftige Kämpfe, aber der war wirklich übel. Im letzten Part, wir sind fast mehrmals draufgegangen sogar, also... Hier ging es richtig ab. So. Hier ist irgendwo das nächste Zeichen, aber allerdings mache ich irgendwas falsch, glaube ich, oder? Kann das sein? Was, wo kommt das auf einmal her? Egal, jetzt haben wir auf jeden Fall das nächste Zeichen. What? Wow, okay. Oh, das ist schon echt übel. Soll man das hier können? Soll man hier entlang gehen? Ist das gewollt? Ich mach's jetzt einfach mal. Aber es scheint wohl richtig zu sein oder sowas. Ah! Oh, Senua. Your father does not hate me. He just fears the souls in the underworld. I cannot see that they are already afraid. But I am their healer, and I must answer their cries for help, even if it displeases him. Alles klar, cool. Müssen wir nur wieder zurückgehen. Oh Gott, ich mag eigentlich sowas gar nicht. Das ist nicht so mein Ding hier, was hier gerade, was jetzt hier gerade machen, hier so nah an der Abgrund hier entlang laufen. Schnell wieder zurück. Ah, hier geht's hoch und hier geht's runter. Da unten haben wir das, haben wir noch so ein Ding, das ist gut. Ich muss halt immer aufpassen, dass ich auch ja das Richtige drücke. Weil nicht, dass ich aussehen irgendwie die Leiter runterspringe und dann sterbe. Hela possesses large dwelling places in Helheim. Tall are her walls, high are her gates. The name of her dish is hunger. Her knife is famine. On her threshold all will stumble. Her bed is called sick bed, and her bed hangings are called flames of a funeral pyre. They say she is easy to recognize, half black and half the color of flesh, and her face menacing and grim. So, damit haben wir auch das nächste schon gefunden. So, und hier ist wohl das letzte. Ah ja, hier. Na gut, das ging eigentlich relativ schnell dieses Mal mit den Zeichen. Die haben wir gut gefunden. Dann werden wir die jetzt einfach gerade... Also das Tor müsste jetzt hier offen sein. Stimmt, das Tor ist hier offen. So, mal gucken, ob wir dann wieder direkt in den nächsten Kampf geraten. Weiter geht's. Und hier werden wir hier kämpfen müssen. Und natürlich
ziemlich ein mieses Gefühl, weil dann haben wir hier weniger Platz, um irgendwie ausweichen zu können. Disgrace. The gods will punish you for this. Get up. Pick up the sword. Pick it up. Fight the darkness. Fight it. Get up. Get up. Get up and fight. Alles klar, stimmt. Unser Schwert geht kaputt. Jetzt weiß ich es wieder, aber... Stormy seas and lost souls. She's dreamt of this before. They say dreams are visions of our memories, thoughts and fears, as seen by our inner eye. But what if each one of us is always dreaming, even when awake? And we only see what our inner eye creates for us. Ist es normal, dass das so hängt? Wahrscheinlich nicht. This is what hell is. A world shaped by Senua's nightmares. Maybe that's why people feared seeing the world through her eyes. Because if you believe that Senua's reality is twisted, you must accept that yours might be too. You failed the gods. You're pathetic. Rotten. Cursed. What were you thinking? Did you really think you could win? How stupid can you be? Everyone hates her. She's a curse. Look at you. A warrior. Worthless, weak, pathetic. Go on, feel sorry for yourself, because there is no one left to do that for you. Take it. If you're too much of a coward to fight, then end the suffering. Broken and lost. Just like your sword. Come on. Why go on? When you give everything and face that which torments you, only to find that it is worse than you could have imagined. Why go on? Is it really so weak to ask this? Or are we just so afraid of the honest answer that we do not dare pose the question? Sometimes the answer lies in a memory, a feeling, a song. Stop believing me, Shadow. No, it's enough. It's
come to me. Please. Kein Schwert. Das Ding ist hinüber. Den Spiegel, glaube ich, haben wir aber noch. Kann ich rennen? Ja, nicht wirklich. Und ich sehe auch gerade diese Seuche am Arm hat sich vergrößert. Laut Spielbeschreibung ist es ja so, wenn das so irgendwie meinen Kopf erreicht hat, bin ich im Arsch. Jetzt frage ich mich halt, warum das automatisch jetzt passiert ist, weil ich bin ja eigentlich nicht gestorben. Also weiß eigentlich sind wir jetzt so gestorben einmal und deswegen hat sich das Ganze ein bisschen ausgebreitet, um das auch einfach ein bisschen schwieriger zu machen an der Stelle. Das kann ich mir vielleicht gut vorstellen. So, aber warum kann ich zum Beispiel hier runter an den Strand gehen? Ich bin ja mal ein bisschen neugierig, was das angeht, und ich will halt alles hier decken, erkunden. Dass hier irgendwo so ein Ding ist, wo wir da Einfluss geben kann. So, egal was es eben für ein Viech war, auf der Brücke, das sah auf jeden Fall nach einem Boss aus. Und mal gespannt, was jetzt erstmal auf uns zukommt, jetzt wo wir keine Waffe mehr vor allem mehr haben. So, okay, jetzt glaube ich doch nichts. Before she first met him, she was not in a good place. Just a teenager, but not like the others. Barely functioning, she rarely left the house. Her father, Zinbel, made sure of that. Only occasionally did she venture out on her own, collecting firewood and herbs. Errands out in the Orkney Plains. Was her world. Like this one. Barren and lonely. So, ich gucke halt die ganze Zeit hier, ob hier wieder so ein Ding halt steht. Deswegen laufe ich hier so rum. Weil es wäre eigentlich schon ganz nice, wenn wir alle finden würden. Vielleicht mache ich auch diesen Part ein bisschen länger dieses Mal. Mal schauen. So, wir gehen jetzt einfach erstmal noch ist Zeit, mal kurz hier noch entlang. Ah, da oben ist er auch, okay. Da ist ein Eingang und da hoch müssen wir. Warum geht's denn hier hinten da rein? Ist das normal? Wahrscheinlich natürlich nicht, das ist eine dumme Frage. Bin ich aber echt neugierig, wo dieser Weg hinführt. Ah, nochmal so ein Ding. Senua,
There will be times that you will feel alone and exhausted, like a strange little fish swimming against the tides of the big ocean. But have the faith to let go and let the tide carry you away. Because the whole ocean is your home, and it does not ask you to swim against it. Alles klar. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob das halt jetzt normal ist mit dieser Seuche hier am rechten Arm, ob sich die der Story automatisch irgendwann vergrößert. Wird mich mal interessieren. Ich habe so ein mieses Gefühl, dass ich hier irgendwas übersehen habe. Aber wenn es jetzt so sein sollte, dann ist es halt eben so, nehme ich jetzt mal hin. Wir gehen weiter. Jetzt hier nochmal alles durchsuchen, das denke ich, muss nicht sein. Nothing lives here, not even you. Plus, it's in your mind. You think you can see it, but it's in yours. There he was. Soul play under the shade of a tree. He's there, under the tree, Mike. She remembers the first time she saw him. You have to keep Dillian coming. To her young eyes, he moved as if dancing. And the world danced with him. The gloom lifted. And for the first time in years, she felt a ray of hope. Ja, meine lieben Freunde, ich würde mal sagen, hier ist eigentlich ein ganz gutes, guter Zeitpunkt, den Part zu beenden. Ich würde einfach sagen, wir sehen uns dann hier beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt, Let's Play, Hellblade: Senua's Sacrifice. Macht's gut, ciao!